Investitionen bezahlen können. Stattdessen vernichtet man halt lieber die Zivilbevölkerung. Was noch wichtig ist, das Transportsystem, damit die Kriegsführung im Land erschwert wird. Aber man hat wirklich die Industrie bestehen lassen. Im Zweiten Weltkrieg ist das auch so weit entwickelt worden, die immer wieder Investitionen neu eingeleitet, die Produkte sind immer weiterentwickelt worden, wie es ja auch gebraucht wird für eine Kriegswirtschaft. Also das technische Know-how war so groß und die Abschreibung so gering, dass man tatsächlich am Ende des Zweiten Weltkriegs besser dastand als Anfang der 30er Jahre. Das muss man sich vor Augen halten. Also diese Ressource gab es in Deutschland. Was bis zur Währungsreform verhindert worden ist, dass die eingesetzt worden ist, ist, die Kapitalisten hatten ja keinen Bock, irgendwas an die Arbeiter zu verkaufen, wenn sie dafür kein Geld gekriegt haben. Also wenn das nicht gesichert war, die wollten auch Profit setzen. Also die haben eiskalt Leute verhungern oder im Elend leben lassen, weil es ihnen sonst keinen Profit gebracht hat. Also das musste halt von oben geregelt werden. Weil im Bombenkrieg nicht so viel zerstört worden ist, wie man angenommen hatte zuerst. Also es gibt so Bomb-Surveys vom US-Militär, wo immer Bericht erstattet worden ist, was jetzt zerstört worden ist, die dieser Werner Abelshauser hier untersucht hat, und da ging eindeutig daraus hervor, das waren nicht die großen Industriewerke und so, die vernichtet worden sind, das war gut in allererster Linie das Transportsystem, um zu verhindern, dass die produzierten Sachen auch an die Front gelangen konnten, und zum anderen waren es die Wohnstädte. Man hat geplant die Zivilbevölkerung getötet, damit die Industrieanlagen stehen bleiben konnten. Also das heißt, wir hatten im nationalsozialistischen Deutschland quasi durch die Kriegführung Industrieanlagen, die auch entwickelt waren, die auch nicht zerstört worden sind, die die Ausgangslage bildeten. Wir hatten dann durch die Weltwirtschaftslage, vor allen Dingen aber durch den Rüstungskapitalismus, eine Situation, dass tatsächlich die Nachfrage weltweit gestiegen ist. Und das war das Wirtschaftswunder. Das hatte mit sozialer Marktwirtschaft überhaupt rein gar nichts zu tun. Das wurde immer behauptet und das wird auch heute noch behauptet. Als die Wende in der DDR war, hat ja Norbert Blüm diesen Spruch geprägt, Marx ist tot, Jesus lebt. Gerhard Schröder hat nochmal einen draufgesetzt, nämlich als er an die Regierung gekommen ist, stand im Bundeskanzleramt die Büste von Ludwig Erhard. Das sollte wohl so viel heißen, Jesus ist tot und Erhard lebt. Also einfach um zu sagen, wir sind die besseren Konservativen in der Wirtschaftspolitik, also wo dieses Wirtschaftswachstum nochmal gefeiert worden ist. Was aber auch nichts mit Ludwig Erhard zu tun hatte. Ludwig Erhard war nur derjenige, der so eine Denkschrift verfasst hatte, schon im Dritten Reich, wie man denn in der Bundesrepublik weiterarbeiten könnte. Also es war ein Karrierist, ein hoher Mensch in der Wirtschaft, also jetzt nicht in der praktischen Wirtschaft, sondern so von der Universität her, der eine Bombenkarriere gemacht hat bis zu diesem Zeitpunkt, sonst hätte er nicht im Hotel Adlon gesessen, der sich dann diese Gedanken gemacht hat, wie bauen wir den Kapitalismus des Nationalsozialismus wieder um, damit wir nach einem verlorenen Krieg weitermachen können. So, und nichts anderes steht hinter der sozialen Marktwirtschaft. Was die SPD dann angenommen hat im Godesberger Programm, das war einfach nur, weil die soziale Marktwirtschaft populär war. Also das heißt, die Leute fanden das total spitze, weil die sind quasi aufgewacht in völlig zerbombten Ruinen und binnen weniger Jahre hatten die auf einmal Arbeit, die konnten sich vielleicht zuerst mal ein Fahrrad kaufen, später sogar einen Vespa-Roller und dann nochmal ein Auto. Also man hat gesehen, es geht wieder aufwärts und das war für die Leute, die zuvor ihr Überleben fürchten mussten, war das ein gigantischer Fortschritt. Deshalb hat der Kapitalismus die ganzen Leute wieder einfangen können, also dank Krieg. Koreakrieg, dank Rüstungskonkurrenz zwischen Westen und Osten, also eigentlich alles menschenverachtende Sachen, die da stattgefunden haben. Man braucht sich die dritte Welt jetzt gar nicht näher anzugucken, das war auch ein einziges Jammertal. Diese permanente Rüstungsökonomie hat diesen relativen Wohlstand und dieses Abdämpfen des tendenziellen Falls der Profitrate wirklich nur in den Industrieländern produziert und in einigen Schwellenländern, die bis vor kurzem auch noch hochgekommen sind, die Tigerstaaten und was weiß ich nicht alles. Aber das war jetzt nicht so ein Weltwirtschaftswunder oder sowas, das kann man auf gar keinen Fall behaupten. Und das war das Eigentliche, was die soziale Marktwirtschaft oder beziehungsweise Ludwig Erhard immer für sich vereinnahmen will, hatte aber mit ihm überhaupt gar nichts zu tun. Und deshalb können wir nur sagen, die soziale Marktwirtschaft kann den Kapitalismus überhaupt nicht bändigen. Wir haben es gesehen, 1966 waren die Auswirkungen der permanenten Rüstungsökonomie aufgehoben. Da hatten wir wieder eine Wirtschaftskrise, 500.000 Arbeitslose, hört sich heute lächerlich an, damals war es eine Katastrophe, die konnten wieder einigermaßen zurückgedrängt werden, aber ab diesem Zeitpunkt war klar, das funktioniert nicht mehr. Da gab es dann 1969 die große Koalition aus CDU und SPD, wo man gehofft hatte, der Probleme irgendwie Herr zu werden. Dann kam ja auch die Studentenrevolte dazu, wo immer mehr Grundpfeiler der Gesellschaft in Frage gestellt worden sind, wo sich gezeigt hat, die soziale Marktwirtschaft, das ist verpufft. Es gab nichts. Es war nie mehr als eine Ideologie. Wenn man jetzt absieht von dem Mitbestimmungsrecht in der Montanindustrie,
was ja immer so hoch bejubelt wird, aber was wirklich nur ein regionales Phänomen fürs Ruhrgebiet quasi war, weil es war wirklich nur für die Montanindustrie und sonst gar nichts, wo dann halt den Gewerkschaftern ein Mitbestimmungsrecht eingeräumt worden ist. Das heißt, sie mussten sich verhalten wie Arbeitgeber und haben keine großen Kämpfe mehr gemacht für die Arbeiter, also was nur im Sinne des Kapitals eigentlich war. Und diese ganzen Sachen, die da gefeiert wurden, mit denen war es 1966 vorbei. Die soziale Marktwirtschaft war ein Spielball des Kapitalismus, also dieses Wirtschaftswunder, Wohlstand für alle und sowas. Es hat nie Einfluss auf den Kapitalismus selber ausüben können, wie uns das immer weiß gemacht wird.